kann er zu vielem eine Beziehung aufbauen. Ich bin persönlich gerade in einer intensiven Beziehung zu meinem Ventilator. Man könnte aber auch zu anderem eine Beziehung aufbauen. Zum Beispiel zu einer schönen CD. Ein Tonträger. Man kann ihn anfassen, hat etwas in der Hand. Man kann ihn sogar verschenken mit schöner Widmung drauf. Was für ein wunderbares Geschenk. Aber manchmal muss man seine Beziehung ja auch überdenken. Beziehungspflege. Warum nicht einfach mal? Eine wunderschöne kleine Musikschatulle aus dem Songatelier mit wunderbaren, sage und schreibe, 50 neuen Liedern drauf, die in den letzten Monaten entstanden sind. Alles in allem, alles auf einem kleinen USB-Stick, den man überall mit hinnehmen kann. Man kann ihn im Auto hören, man kann ihn in den PC hineinstecken, man kann ihn ins Notebook stecken und man kann überall die Musik hören, wann und wo man will. 50 Lieder am Stück, das sind 50 mal 5 Minuten. Mein lieber Schwan, wo gibt's denn sowas? Übrigens kann man diese Lieder dann auch auf das Handy kopieren und als MP3 an Freunde verschicken. Das ist alles erlaubt. Natürlich kann man die Musik heute auch streamen über die verschiedenen Portale. Aber wisst ihr was? Von den Erlösen des Streamens kann ich mir noch nicht einmal einen Spülschwamm pro Monat leisten. So ein Spülschwamm kostet vielleicht 59 Cent. Aber so viel bekommen wir Künstler, jedenfalls in meiner Kategorie, in meiner Klasse, nicht von Spotify ausbezahlt pro Monat. Insofern sage ich ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung.